Applaus alle Freunde zu Hause. Grüß Gott, liebe Gäste hier in unserem Studio. Heute ist der 12. Dezember, also noch genau 12 Tage bis Heiligabend. Und an unserer Dekoration merken Sie, dass wir in der Adventszeit uns befinden. Und auch unsere Fragen und Aufgaben haben wir ein bisschen weihnachtlich diesmal abgestellt. Diese 5 sind heute Mitarbeiterinnen meiner Sendung. Und zwar haben sie gezeichnet und gemalt, sehr schöne Bilder, die dann von unseren Prominenten geraten werden müssen. Ich muss allerdings sagen, wir haben tausende von Bildern bekommen und sie waren alle sehr, sehr schön. Es war also mehr Glück, dem einen gefiel das besser, dem anderen das besser. Wir haben viele, viele schöne Bilder. Und was glaubt ihr denn, werden die Prominenten dein Bild raten können? Ja. Ja, du auch? Ich glaub's nicht. Du glaubst es nicht? Nein. Ja, und die beiden wollen mir auch, alle 5, meine ich, wollen mir am Anfang helfen, mal die Einleitung mit übernehmen. Ihr hattet euch da ja was ausgedacht. Geht mal schon auf eure Plätze. Und du bist die Erste, ja? Du fängst an. So, das ist das Mikro. Oder ich kann es dir auch halten, nicht? Im ersten Kandidatenspiel machen Schauspieler und Opernsänger mit. Kulisse gegen Konzert. Na ja, das klingt doch ganz gut und so aufgeregt. Wunderbar. Jetzt bist du dran. Da hast du die Kamera. Dann haben wir 2 Pfarrer und 2 Ansager ja. von Hitparaden dabei. Kanzel gegen Kamera. Ja, schön. Guten Abend, sagt euch unsere Assistentin Monika Sundermann. Spielt die Jochen Brauer Band und am Flügel sitzt Heinrich Schrittmüller. Und das hier sind die 3 Schiedsrichter. Ihr könnt euch jetzt ja selber vorstellen. Guten Abend, ich heiße Medi Riel und ich komme aus Mainz. Ja, ich bin der Christian, komme aus Partenkirchen. Ja, und ich bin Brigitte Xander und komme aus Wien. Ja, so, nun kommen wir alle. Meine kleinen Helfer werden Sie nachher noch. Vielen Dank erstmal. Bis nachher bei Dalli Klick wiedersehen. Mir bleibt nicht mehr viel für die Einleitung. Ja, ihr könnt jetzt schon, wenn ihr wollt, nach hinten gehen. Nur, wissen Sie ja nicht, wie das Ganze geht. Und ich möchte noch anfügen, im Dalli-Fragebogen geht es heute um das Thema Märchen. Also wir hoffen, dass Ihnen unser weihnachtliches Dalli-Menü gut schmeckt. Fangen wir mal gleich an. Erste Runde. Und zwar Kulisse gegen Konzert. Und da haben wir 2 Theaterschauspieler für diese Sendung gewonnen, die Sie alle vom Fernsehen her kennen. Sie ist die Tochter bei den Drombuschs, die Marion. Macht auch noch andere Sendungen. Und er war, wenn ich jetzt also von der Reihe mal spreche, von der Reihe Tatort, der langjährigste und auch, glaube ich, der älteste Tatortkommissar. Es ist der Kommissar Lutz. Wir begrüßen nun bei uns Sabine Karg und Werner Schumacher. Sabine, ich habe schon die Drombuschs angesprochen. Mhm. Sie waren die Marion. Ja. Ein großer Erfolg. Ja. Hohe Sehbeteiligung. Kann man sagen. Wird es weitergehen? Ja, es wird weitergehen. Wir drehen im August 86 noch andere 6 Folgen, beziehungsweise 8 Folgen, muss ich berichtigen. Und zwar von August 86 bis Januar 87. Und dann wird man sie dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, muss ich ja sagen. Ja, genau. Dann werden die 12 Folgen, die jetzt gesendet worden sind, wiederholt werden. Und die 8 Folgen werden dann im Abendprogramm gesendet. Die Sabine ist dann zusätzlich noch Kriminalkommissarin in der Serie Soko, auch neuerdings. Kriminalmeisterin noch. Ach, er ist Kommissar und genau, er ist genau. Ja. Und das ist bei Soko 5113. Und da spiele ich jetzt mit. Ja. Und da sind Sie auch Motorrad gefahren. Sie fahren gut? Ja, also ich fahre ganz gerne vor allen Dingen. Also ich habe bis vor 4 Jahren selbst noch ein Motorrad gehabt. Eine 650 Kubik Yamaha, eine Shopper, so den hier. Ja, und dann fahren Sie rum. Ja, und dann bin ich damit so rumgefahren, ja. Wie sieht denn bei Ihnen das Weihnachtsfest aus? Ja, das Weihnachtsfest werde ich wahrscheinlich bei meinen
Eltern verbringen und ja. meinen Schwiegereltern. Ja, ich hatte mir vorgenommen, heute von jedem nachher mal das Lieblingsweihnachtslied zu hören. Sie können sich schon überlegen. Und jetzt komme ich erstmal zum Werner Lutz. Werner Schumacher. Schumacher, komme ich jetzt auf Lutz. Eugen Lutz heißt der Junge. Ach, Kommissar Lutz. Aber ich habe sie jetzt zusammengezogen. Kommissar Lutz mit Werner Schumacher. Schon mal Werner passiert. Lutz, Herr Schenk auch schon mal. Ja, oder Eugen Schumacher. Das kann man so auch machen, nicht? Ja, habe ich nicht so gerne. Sie waren Hauptkommissar. Ja. Das ist schon eine letzte Sendung am 23. Februar 86. Ja, dann geht es anders weiter. Aber Sie haben Jubiläum, 30 Jahre Fernsehen, glaube ich. Ja, im vorigen Jahr, in diesem Jahr, 40 Jahre Schauspiel auf der Bühne. Ja, da darf keiner nachrechnen. Sie haben als Kind begonnen, nur dass Sie das wissen. Dankeschön. Ja, was trinken Sie ja am Tag? Was macht das Theaterspielen? Ich bin zurzeit hier in München und probiere am Münchner Boulevardtheater, Regie Dieter Kehler, 5 fabelhafte Rollen. Mein Kollege und Partner ist Thomas Fritsch. Ah, das Stück heißt Revanche, bitte alle kommen. So, die Werbung haben Sie jetzt auch genug gemacht. Wie sieht bei Ihnen das Weihnachtsfest aus? Am 23. vormittags muss ich noch probieren, dann setze ich mich in den Flieger, fliege nach Hamburg, feiere in Norderstedt Weihnachten. Am 26. muss ich wieder zurückfliegen, weil ich am 26. abends Probe habe. 9. Januar habe ich dann Premiere. Ja, und zum Weihnachtslied komme ich gleich. Ich möchte allen Prominenten, wir haben diese Woche ein Kochbuch vorgestellt, was Journalisten anrichten. 165 Journalisten haben Kochrezepte gegeben, und zwar geht das ans Kuratorium ZNS, 10 Mark, Hilfe für hirnverletzte Unfallopfer. Hannelore Kohl hat es rausgemacht, das möchte ich Ihnen schon geben, das Buch, und das gebe ich Ihnen. Dankeschön. Und jetzt kommt das liebste Weihnachtslied von der Sabine. Oh ja, also ich singe jetzt. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling, boing. Boing, ja, gut, schön. Und, ja? Das ist ein Rosensprung. Ja. Es ist ein Rosensprungen aus einer Wurzelzahn. Wunderbar. Hin darüber, bitte schön, fangen wir an. Hier rum. Drei Aufgaben. Es gibt pro Punkt später eine Mark, beziehungsweise 7 Schilling. Zweimal am Tisch und ein Spiel, wo Sie etwas machen müssen. Frage 1. Wissen Sie noch, was Sie sich als Kind zum Fest gewünscht haben? 15 Sekunden. Dalli. Eisenbahn. Ein Rollwagen. Legosteine. Mit Pferdchen. Dreirad. Und Fässer drauf. Unheimlich viel Kekse. Eine Lok. Torte. Ein Tender. Spielball. Eine Schiene. Handschuhe. Mehrere Schienen. Mütze. Ja, danke, das waren 15 immerhin. Und? Also eine Eisenbahn als Sammelbegriff ziehen wir ab und Schienen hatten wir doppelt. 2 abbleiben, 13. 13, alles jetzt mal 13. Sie bekommen nun 30 Sekunden von mir. Mhm. Sie nennen bitte eine Fernsehsendung oder Serie und Sie einen Schauspieler oder Star oder Macher dieser Sendung. Und nach 15 Sekunden des Wechsels, dann sagen Sie die Sendung oder Serie und Sie einen Schauspieler oder Mitwirkenden. Achtung, Dalli. Dalli. Hans Rosenthal. diese Trombusch. Sabine Karp. Soko. Weiß ich nicht. Klaus-Theo Gärtner. Ja, die zwei. Die sind jetzt dran. Die Schwarzwaldklinik. Hans-Jürgen Busso. Tatort. Kommissar Lutz, also Sie. Gott, was gibt's denn? Das Fernsehen ist voll von früh bis spät. Aber immerhin, da merken Sie auch Lampenfieber ein bisschen. Eine Punkt müssen wir abziehen, bleiben 10. 10 mal 13 sind 130. Und wir haben da ein Knusperhäuschen aus Hänsel und Gretel. Das ist uns nicht ganz fertig gelungen, ja? Sie sollen also Pfefferkuchenstücke da ranbringen. Hier fehlt was, da fehlt was, hier überall. Hier fehlt sogar die Tür. Und hier innen drin, wir haben nicht alles rausgebracht, sind auch noch 3 Herzchen. Oder die müssen Sie mit rausholen. Immer einzeln. Das ist Ihnen überlassen, aber drin würde ich sagen, nicht vergessen. Hier drüben sind auch noch viel, die fehlen. Ja. Und dann noch etwas. Wir stellen uns vor, Hänsel und Gretel, Sie sind der Hänsel. Ja. Sie müssen am Schluss hineingehen, da haben Sie ein Streichholz. Und wenn dann aus dem Kamin Feuer rauskommt, also nicht Feuer, sondern Rauch, dann gibt es einen Zusatzpunkt. Und dann ist da drin noch ein Stöckchen versteckt. Wenn Sie das finden und so raushalten, wie bei Hänsel und Gretel durch die Tür, dann gibt es noch einen zweiten Sonderpunkt. Alles verstanden? Ja. Und nun
Geht's los, immer nur ein Stück nehmen. Ja. Dalli, Dalli. Herr Kommissar, andersrum. Herr Kommissar, Sie haben die Gardinen unten aufgehangen. Unten. Die Gardinen sind unten. Die Gardinen noch umdrehen. Die Gardinen da. Streichholz mitnehmen! Sie sind der Meinung, das war... Moment! Na, das ist zu spät, das kleine Stöckchen. Ja, ja, aber das können wir nicht mehr nehmen. Hände, nee, nee, das ist ja das Streichholz, was ja alles rauskommt. Da ist es! Wollen wir das noch anrechnen? Also gut, dann, okay. Wollen wir Hänsel jetzt mal wieder rauslassen. Hänselchen. Ja. So. Also einmal gemogelt. Ich frage mal die Jury, das können wir dann da lassen, was sie meint. Wir haben hier 1, 2, da wurden 2 genommen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt kommt die andere Seite. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Schornstein. 21, nicht? Das ist es ja. 21 haben wir und das Mogeln fehlen wir nicht, lassen wir alles. Ja, vielleicht hatte das Steckerl verbrannt. Ja gut, also ist Adventszeit, nehmen wir an. 21 mal 130. 2730. Das ist gut, 2730 Punkte. Und Spitze, haben wir Spitze. Haben wir die Spitze schon gezählt? Brigitte, haben wir die Spitze zugezählt? Ich glaube nicht. Die Spitze ist nicht dabei. Nee. Herr Kommissar, Herr Hauptkommissar, wunderbar. Sie haben zwar gemogelt, aber dann und wann sind Sie doch ehrlich. Ich freue mich so. Also kommen noch einmal dazu, 130. Sind 2860. 2860, Sie haben sich verbessert. Einspruch ganz gut. Beim Fußballspiel geht das ja nun nicht so. Seit längerer Zeit haben wir heute zum ersten Mal wieder eine Opernmannschaft bei uns. Zwei Stars, die wohl alle Bühnen unserer Erde kennen. Sie ist Sopranistin. Und ist auch fest bei der Met zum Beispiel in New York. Sie liebt Mozart, daher auch oft in Salzburg. Er ist Bassist und kennt die Bühnen von München und Wien genauso wie die von Mailand und Paris oder Hamburg oder Berlin. Also nun Aufforderung zum, nicht zum Tanz, sondern jetzt zum Spiel für Edda Moser und Kurt Moll. Edda, überall, wenn man über Sie etwas liest, steht es, Karajan hat Sie entdeckt. Sie haben mal vorgesungen. Ja, ich habe vorgesungen im Jahr 1967. Und da war Herr von Karajan und noch sein Pressechef, ja, Peter Chobadi, der dann mein Mann wurde. Das war der größte Erfolg im Grunde genommen. Bei dem Vorsingen, ja. Den haben Sie denn, der soll auch sehr für Sie sich da eingesetzt haben beim Karajan? Bei Karajan kann man sich, glaube ich, nicht so sehr einsetzen. Er entscheidet da ganz allein. Nun weiß man, dass wenn Sie eine Opernaufführung haben, dass Sie 2 bis 3 Tage vorher überhaupt nicht sprechen, um die Stimme zu schonen? Ja, 2, 3 Tage kann man sich nicht leisten, aber einen Tag vorher, zumindest gehe ich nicht ans Telefon. Ach so, und wird nicht gesprochen? Wird nicht gesprochen. Ja. Wo geht es denn von hier aus hin? Wo sind Sie überall? Ich habe schon von der Met und New York erzählt. Ja, ich fliege morgen früh nach New York und dann geht es nach Wien und am Heiligen Abend bin ich zu Hause. Und danach Silvester frei, oder? Nein, Silvester ist Fledermaus in Köln und Weihnachten ist Fledermaus in Wien. Naja, da haben Sie also genug zu tun. Oh ja. Das kann man. Weihnachten, weiß ich schon, Ihr schönstes Weihnachtslied? Maria durch einen Dornwald ging. Ach, dann singen Sie es doch mal kurz an. Von Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Ja, danke. Schön. Guck mal. Ein tiefer Bass.
Was kann man sagen? Wann ist denn so, in welchem Alter Ihre Stimme nach unten gerutscht? Ach, eigentlich gleich nach der Mutation, also mit 15. Ich war zuerst hoher Knabensopran, dann tiefer Knabensopran und dann Gleichbass. Dann ging es runter. Ja. Sie singen sehr, sehr viele Rollen, auch lustige. Ja, sehr verschiedene Rollen. Ox, Osmin und auf der anderen Seite Boris Godunov und Co. Wo sind Sie jetzt unterwegs? Ich habe morgen hier in München Vorstellung. Ich singe den Falstaff in den Lustigen Weiber von Windsor. Und dann? Dann fahren wir nach Hamburg, da singe ich Boris Godunov. Ja, und das muss man noch erzählen, wo er hergekommen ist. Ich kam aus San Francisco am Montagmorgen. Ich war 4 Wochen in San Francisco. Und dort gesungen. Also Sie sind ja wirklich immer zu unterwegs. Ja, leider. Ja, und das Weihnachtsfest? Das Weihnachtsfest feiern wir zu Hause. Ich habe am 2. Weihnachtstag Vorstellung in Hamburg. Und dann fahre ich mit der Familie in die Eifel. Und Ihr schönstes Weihnachtslied? Vom Himmel hoch, da komme ich her. Das haben wir nun auch noch. Damit. Vom Himmel tief, da komme ich her. Das ist ja hier ein guter Keller. Danke. So. Und dann lieber. Was Journalisten anrichten, also 165 Journalisten haben so Kochrezepte gegeben. Jeder, der hier mitwirkt heute, Sie bekommen auch dieses Buch. Ist auch signiert von der Hannelore Kohl. Sie hat alle Journalisten zusammengebracht. So, wissen Sie noch, was Sie sich als Kind gewünscht haben? 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Schaukelpferd. Eisenbahn. Rollschuhe. Fahrrad. Klavier. Roller. Ziehharmonika. Schlittschuhe. Ein Pferd. Eine Kuh. Ein Hund. Eine Katze. Papagei. Süßigkeit. Mäuse. Geld. Schokolade. Bonbons. Oh, das waren viel. 17. Süßigkeiten als Sammelbegriff müssen wir abziehen, weil auch Schokolade genannt wurde. Ja, Schokolade waren Bonbons, da ziehen wir den Oberbegriff 16. ab. Süßigkeiten bleiben 16. Können Sie ganz zufrieden sein. Ja. Sie nennen jetzt eine Fernsehsendung oder Serie und Sie einen der Mitwirkenden. Und nach 15 Sekunden ist dann Wechsel. Eine Serie oder kann irgendetwas egal, irgendeine was Übertragung? Was das kann sein, was es will, nur einen Bekannten. Achtung. Sie beginnen. Dalli, Dalli. Dallas. Dallas. Ja, ist der komische Heini da. Heckmann, Heckmann. Weiter. Ja. Ja. Nochmal Dallas. Er hat schon einen Schwierigkeiten. Ich habe keinen. Ja. Also Denver. Dallas. Hackmann. Weiter, Sie sind jetzt dran. Rosenkavalier. Ochs. Zauberflöte. Königin der Nacht. Entführung aus dem Serail. Konstanze. Fidelio. Leonore. Wir waren ja alle schon mal im Fernsehen, haben sich schön rausgeredet. Also ich würde sagen, ich ziehe 2 Punkte ab. Wie viel? 2 ziehe ich ab. 2 ziehen wir ab, bleiben 8. Ja. 8 mal 16 sind 108. Und ich hoffe, es nimmt mir keiner übel. Von Dallas neulich habe ich ein Feuerzeug gesehen, da stand drauf, der liebe Gott sieht alles, außer Dallas. Also, so, jetzt also alles mal 125. 128, Sie sollen jetzt unser Pfefferkuchenhäuschen komplettieren. Da ist uns einiges nicht ganz gelungen, beziehungsweise wir sind nicht fertig geworden. Hier also Herzchen reintun, da den Stern, hier ist ein Fenster, wenn Sie schauen. Und wichtig ist, wir haben nicht alles auf dem Tisch. 3 sind hier drin. 3 Teile müssen Sie von innen holen, hier rum auch. Und wenn Hänsel am Schluss, wenn Sie alles haben, bevor die Tür zugeht, muss Hänsel rein. Kriegt da jetzt noch ein Streichholz bei, muss er das Öfchen anzünden, damit es schön raucht. Sie sind Hänsel. So habe ich mir Hänsel immer vorgestellt. Und dann, wenn Sie das haben, auch dann ist noch ein Stöckchen drin und dann das Stöckchen durchhalten. Ja, Sie kennen die Geschichte ja von Hänsel und Gretel. Alles verstanden? Eine Minute nur. Dalli, Dalli. Sein.
dass ich 2 Meter zurückgehen möchte. Zuerst einmal für Sie Applaus. Und jetzt wird gerechnet, alles mal 128. Wir fangen diesmal hier an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier ist nichts, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, da fehlt was, 17, 18. 18 mal 128. 2304. 2304. Gerade am Schluss hat es gefehlt. 2304. Singen ist doch leichter. Singen ist leichter. Ja, aber ich möchte sagen, guter Zweiter. Sie spielen nachher um den 3. Platz. Sieger, wir haben ja nur Sieger bei uns in der 1. Runde, die Mannschaft Kulisse, Sabine Karg und Werner Schumacher. Wir gratulieren. So. Und nun einige Minuten reserviert für unsere Gäste hier im Publikum. 2 können sich beteiligen an der Dalitonleiter. Allgemeine Fragen werden gestellt. Wer zuerst auf den Knopf drückt und die richtige Antwort gibt, der kann, wenn er zuerst auch oben ist, dann bei der Tonleiter der Sieger werden. Wer möchte gern? Ich bitte mal um Handzeichen. Da ist ein Herr mit Brille, der sich als erster gemeldet hat. Wenn Sie durchkommen und von der anderen Seite ist da eine Dame. Ist da in der, ja, wenn Sie mal aufstehen, ja? Ja, die Dame nehmen wir auch. Haben wir einen Herrn und eine Dame diesmal dabei. Nun, Tonleiter ist keine Prüfung, kein Examen. So Allgemeinwissen wird verlangt, vom Sport bis zur Geografie. Kommen Sie ruhig. Ich grüße Sie. Guten Abend. Wer sind Sie? Ich heiße Heinz Amberger, komme aus Frankfurt am Main. Herr Heinz, aus Frankfurt am Main? Ja. Extra zur Sendung oder machen Sie Urlaub? Extra zur Sendung. Aber München ist immer, genau wie Berlin, eine Reise wert. Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Und vom Beruf? Bin Pensionär. Was haben Sie da vorgemacht? Ich war Staatsanwalt. Staatsanwalt? Das ist nicht nötig. Nein? Nein, wir sind auch Menschen. Ja, das weiß ich, dass Staatsanwälte auch Menschen sind. Hören Sie mal, mein Sohn hat gerade vorgestern seine Prüfung bestanden. Als Referendar, also könnte in diese Richtung kommen, nicht? Haben wir ja keine Angst. So, was machen Sie gern so zu Weihnachten? Kaufen Sie selbst ein oder machen Sie das? Ich kaufe selbst ein, ja. Ja, Geheimnisse und so. Wie sieht der Heiligabend bei Ihnen aus? Wir sind zu Hause, meine Frau und ich, und am ersten Feiertag kommen die Kinder zur Weihnachtsgans. Das ist schön. Die nehmen Sie aus? Die ist ausgenommen. Ja. Ach so. Wer sind Sie jetzt mal? Frau Bösel aus Obermessing. Und mit Vornamen Frau Irmgard. Irmgard Bösel. Was machen Sie beruflich? Hausfrau. Hausfrau. Ja. Wie sieht denn bei Ihnen, wie sehen da die Weihnachtsvorbereitungen aus? Ja, nicht so. Es gibt viel zu tun. Ja, Backerei und dann, also die Gans, die ist auch schon ausgenommen. Die ist schon ausgenommen, die haben sich schon fertig. Ja. Und Weihnachtseinkäufe auch schon gemacht? Noch nicht alles. Wie groß ist denn der Kreis, den Sie so beschenken? Oh ja, das sind die 4 Kinder hauptsächlich. Die 4 Kinder. Ja. Sind Sie noch zu Hause oder? Nein, 2 sind schon, eine verheiratet, der andere beruflich weg. Und 2 sind noch zu Hause. Ne? Haben Sie noch genug Arbeit? Nicht? Die kommen aber zu Weihnachten. So, wollen wir mal beginnen? Sie können vielleicht drüben Platz nehmen, Sie hier. Und die Spielregeln sind ja einfach. Man hat einen Knopf und drückt. Nehmen wir mal an, Sie drückt zuerst. Dann sind Sie blockiert. Also man muss das nicht sagen, sondern erst mal den Knopf drücken. Einmal für Sie, einmal für Sie. Und jetzt geht's los. Engelbert Humperdinck komponierte nach einem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm eine... Ja? Die Oper? Ja. Hänsel und Gretel. Richtig, brauchte ich gar nicht zu Ende vorzulesen. Hänsel und Gretel. Die Teilnehmer für die Fußball-Weltmeisterschaft stehen jetzt alle fest. Wo findet sie im nächsten Jahr statt? Mexiko. Das ist Ihr Punkt, Herr Staatsanwalt. Gut. Wie heißt der amerikanische Weihnachtsmann? Santa Claus. Ja, aber erst nur drücken und dann die Antwort. Aber es ist richtig. Gut. Welcher deutsche Wasserballclub gewann den Europapokal? Spandau. Gut, Spandau 04. Der Tatortkommissar Schimanski ist jetzt auch im Kino in Zahn um Zahn zu sehen. Wie heißt er denn? Götz-George. Götz-George. Hey, das geht ja wie Ping-Pong hin und her. Welche immergrünen Zweige werden in England zu Weihnachten in die guten Stuben gehängt? Mistel. Mistelzweige, ja. Heinrich Riedmüller spielt Ihnen eine Melodie an. Bitte nennen Sie den Titel. White Christmas. Richtig, das ist für Sie.
Ich könnte auf meiner Tonleiter auch eine spielen. Ob Sie sie erkennen, hat mir jemand zugeschickt. Ich will es mal probieren, ob es geht. Ja, achten Sie mal drauf, wer zuerst, der drückt dann wieder. Haben Sie schon gedrückt, ja? Ja. Jingle Bell. Sogar erkannt, wenn ich spiele. Schön. Wo in Nordrhein-Westfalen ging ein Kohlekraftwerk ans Netz? Ibbenbüren. Ja, das ist richtig. Welche weltbekannte Kinderfigur schuf die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren? Pippi Langstrumpf. Richtig, Pippi Langstrumpf. Ende November wurde der neue Schnellzug der Deutschen Bundesbahn Intercity Experimental vorgestellt. Welche Höchstgeschwindigkeit erreichte dieser Zug? Ja? 300 Kilometer? Bisschen viel. Bisschen mehr. Oder 350, glaube ich nicht. Ja, also ich will mal diesen Punkt, den nehme ich hier weg, aber ihr kriegt ihn nicht dazu. Es sind 317, Sie waren nah dran. Aber einen Punkt kann ich nicht geben, weil es nicht ganz stimmt. Wunderschöne Karten mit Weihnachts- und Wintermotiven werden wieder für den Kinderhilfsfonds der Vereinten Nationen verkauft. Wie heißt diese Hilfsorganisation? UNESCO. UNICEF. Nein, dann muss ich ihn einen abziehen, den kriegt sie dazu. UNICEF. UNICEF, ja. Und stimmt, da sind sie. Ich dachte, Sie hätten schon gedrückt, dann weiter oben. Wie heißt denn der deutsche Bundesforschungsminister? Riesenhuber. Er hat gewonnen. Ja. Toll. Das war einfach mal. Ich möchte sagen, Sie waren auch gut. Sie hätten es gewusst. Aber Sie war schneller immer. Nicht? Toll. Ja. Beinahe zwei Sieger. Das ging ja so schnell. Meine Kinder haben mich ermuntert. Ich hätte mir das fast selber gar nicht zugedacht. Die Kinder haben gesagt, Mutti, du gehst. Genau. Ja. Sie müssen du noch weißt Moment... sonst auch immer Antwort am Set, wenn was ist. Ja, das klingt ja gut. Wir gehen mal rüber. Sie sind bis zum F gekommen. Das ist ein Preis im Werte von 200 Mark oder 1400 Schilling. Greifen Sie mal zu. Wo Sie wollen. Was haben Sie gewonnen? Was geht jetzt nach Frankfurt am Main? Ein Jahr lang erhalten Sie wöchentlich... eine Tafel Schokolade. Das darf ich Ihnen geben. Und, nein, noch nicht. Hier kommt noch etwas. Wir haben ja die Aktion Dalli Dalli hilft. Da bekommen wir von dieser Schallplatte jeweils 2 Mark. Unser schönes Deutschland. Da ist drin, wo die Nordseewellen rauschen. Jäger aus Kaufhals, Lüneburger Heide und dann Linden. Wollen Sie eine Platte oder eine Kassette? Platte. Die Platte, die darf ich Ihnen übergeben. Und nochmals vielen Dank. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Und Sie bekommen dieses Buch. Unser schönes Deutschland bekommen wir auch. Und wenn ich da mal ganz kurz, sehen Sie, wunderschöne Aufnahmen. Ich finde auch besonders gut gelungen hier. Weltstadt Berlin, Ruhr und Sieg, Eifel, Hunsrück, Hohenlohe, Kraichgau, Schwäbischer Wald. Das ist einmal für Sie. Und jetzt gehen wir zum Vorhang. Ich glaube, Sie werden sich freuen. Komm. Vorhang auf! Sie erhalten ein Speiseservice 16-teilig und ein Kaffeeservice, das ist das neueste vom neuen, 21-teilig. Das können Sie nachher sich abholen, wir verpacken das. Vielen, vielen Dank und grüßen Sie die Kinder. Das Weihnachten ist schon da, sagt sie, das ist nett. Nun, unser kleines Monatslied hat inzwischen viele Freunde gefunden. Und selbst unsere Kollegen gucken morgens in die Zeitung während der Proben und schauen, ob da irgendeine Meldung drin ist, die zu unserer Zeile passt. Wie ist denn das bloß möglich? Heute treffen sich an unserem Zeitungsstand Ute Christensen und Peter Schiff. Beide vom Fernsehen Ihnen sicherlich keine Unbekannten. Und beide lesen auch Aktuelles in den Zeitungen. Und ich habe heute Morgen da auch mal reingeguckt. Also das ist die heutige Zeitung. Sie sehen, Donnerstag, 12. Und da habe ich auch... irgendwo eine Meldung gefunden. Ach ja, hier, die ist ganz schön. In Ägypten hat eine Frau, nachdem sie voriges Jahr geheiratet hat, ihren Mann aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Sowas soll vorkommen. Der Mann ging zum Gericht und erreichte, dass die Ehefrau ihn wieder aufnehmen muss. Aber jetzt kommt's. Er ist 34 Jahre alt, sie 91. Da kann man doch nur sagen... Wie ist denn das bloß möglich? Wo denn da der Sinn? Das kann unmöglich möglich sein, nee, sowas ist nicht drin. Man kann und kann's nicht glauben, doch bald schon wird uns klar, dass das, was uns unmöglich schien, doch leider möglich war.
werde verrückt. Der Flick verkauft sein Imperium an die Deutsche Bank für 5 Milliarden. Verkauft? Warum vererbt er es nicht? Na, das geht nicht, wegen der Erbschaftssteuer. 35%. 5 Milliarden könnte ich schon gebrauchen. Aha. Ich bin zurzeit etwas klamm. Naja, die Vorweihnachtszeit, die vielen Geschenke. Ah ja, und dazu brauchst du 5 Milliarden. Also gut, 1 Milliarde. Ach was, 1 Million reichen auch. Nee. Das macht der Flick bestimmt nicht. Wieso nicht? Wegen der Schenkungssteuer. Aber das ist kein Problem, das lässt sich mühelos umgehen. Und wie bitte? Er könnte doch mir das Geld spenden. Wie ist denn das unmöglich? Das kann unmöglich möglich sein. Nee, sowas ist nicht drin. Weißt du, was hier steht? Natürlich nicht. Die Bundeswehr wurde 30 Jahre alt. Ja, zum Glück hat sie nicht solche Probleme wie die chinesischen Soldaten. Eine Gruppe chinesischer Soldaten, die an der chinesisch-vietnamesischen Grenze stationiert ist, hat Probleme wegen des rauen Klimas. In einem Brief schreiben die Soldaten, wir sind erst 20 Jahre alt, aber das Leben an der Grenze ist hart. Unsere Gesichter haben schon Falten. Schickt uns bitte Antifaltencreme. Wie ist denn das möglich? Du, hier steht heute in der Zeitung, Gorbatschow und Reagan treffen sich wieder. Was? Gorbatschow und Reagan? Schon wieder? Ja, wann denn? Heute. Heute? Ja, und wo treffen die sich? In Beaverbeek, im US-Stadt Minnesota. Ja, diese Meldung wird ja von Unterführung aus um die ganze Welt gehen. Worüber reden die denn? Über SDI? Nein, über den Skisport. Sie treffen sich bei einem Cross-Country-Skirennen. Oh, Ute, das ist doch Quatsch. Michael Gorbatschow und Donald Reagan sind doch keine Skifans. Aber Peter, ich spreche doch von dem Skiläufer Wassili Gorbatschow aus Beaverbeek und dem Geschäftsmann Dennis Reagan aus dem Nachbarort. Na denn, das wieder mir. Ja. Wie ist denn das unmöglich? Wo sind denn da der Sinn? Das kann unmöglich möglich sein. Also unsere Bundespost, die macht doch immer wieder von sich reden. Ja, durch die Verkabelung. Nein, jetzt auch noch durch die Verbeutelung. Was ist denn das? Ja, lies mal mit hier. Das neue Merkblatt zum Paragraphen 49 der ADA. In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Begriffe Wertsack, Wertbeutel, Versackbeutel und Wertpaketsack vor. Um diesem Übel abzuhelfen, ist das folgende Merkblatt vorzuheften. Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird. Weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Sollte sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, dass ein in einem Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einem der im Wertsack versackten Wertbeutel versackt wurde, so ist die in Frage kommende Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen. Du, es geht ja noch weiter. Nach seiner Entleerung wird der Wertsack wieder zu einem Beutel und er ist bei der Beutelzählung nicht als Sack, sondern als Beutel zu zählen. Verwechslungen sind insofern im Übrigen ausgeschlossen, als jeder Postangehörige weiß, dass ein mit Wertsack bezeichneter Beutel kein Wertsack, sondern ein Wertpaketsack ist. Na, das sind vielleicht Säcke. Das Post. Denn da wir sind, das kann unmöglich möglich sein. Nee, sowas ist nicht drin. Man sammelt ganz entlogen und hat schon mit uns mal. Das ist was uns unmöglich ist, doch leider möglich war. Ute Christensen und Peter Schiff, wie ist denn das bloß möglich? Wir kommen zur zweiten Runde. Kanzel gegen Kamera. Und wir begrüßen jetzt zwei Pfarrer, die in ihren Kirchen besondere Aufgaben erfüllen und zwei junge Moderatoren, die Schlagersendungen in Österreich bzw. in Deutschland präsentieren. Aber zunächst unsere Geistlichen. Der eine, unser evangelischer Pastor, kommt aus Berlin. Sein Kollege, der katholische Pfarrer, kommt aus Hennef. Also nun in unserem Spiel Pastor Dr. Heinrich Frickel und Pater Professor Dr. Clemens Jochwig. Lieber Dr.
Frickel, Sie kommen aus Berlin und sind Oberkonsistorialrat. Ja. Vielleicht erzählen Sie uns mal, welche Aufgaben hat ein Oberkonsistorialrat? Also ein Konsistorium ist sowas wie ein Landeskirchenamt, eine Verwaltungsbehörde. Und ich habe eigentlich die Aufgabe, für Erziehung und Bildung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene tätig zu sein. Das heißt also, ich mache zum Beispiel beim Rahmenplan für den Konfirmandenunterricht mit und versuche auch bei unseren evangelischen Schulen. Also wenn da unterrichtet wird für die Konfirmation? Ja, da muss vorher überlegt werden, was die Kinder lernen und vor allen Dingen, wie sie ihre Erfahrungen zusammenbringen können mit der Kirche. Naja, also auch Heutiges wird gelehrt. Auch Heutiges, viel, ja sicher. Wird gelehrt. Was machen Sie noch? Naja, und sonst bin ich für die Evangelische Akademie in Berlin zuständig. Ja. Das ist also so eine Erwachsenenbildungseinrichtung. Ja. Hatten Sie denn mal eine eigene Gemeinde? Ja, sicher. Ich war ein paar Jahre Gemeindepfarrer. Hab da so alles gemacht, was man eben macht als Pfarrer. Gottesdienste, Trauungen, Taufen, Beerdigungen, alles was dazu Heute gehört. Auch noch dann und wann? Ja, manchmal ja, sicher. Gerne auch. Ja. Wie werden Sie denn das Weihnachtsfest noch verlieren? Na, zum Teil im Gottesdienst und natürlich zum Teil auch in der Familie. Ja. Von Ihnen, ich habe die anderen auch gefragt, wollen wir nachher mal Ihr liebstes Weihnachtslied hören? Ja, wenn Sie noch... versuchen. Ja, denken Sie mal nach. So, zu Ihnen. Sie sind in Hennef. Jawohl. Und das ist eine Akademie, da unterrichten Sie. Ja, ich bin da an einer kirchlichen Hochschule und ich unterrichte Studentinnen und Studenten und führe die in die Anfangsgründe der Verkündigung und der Predigt ein. Also Sie sagen, wie man predigen soll, deutlich. Gibt ja, das ist da noch zusätzlich, die Sprecherziehung und die Rhetorik. Die kommt auch. Die gebe ich Ihnen auch, ja. Ja, also wenn Sie jetzt mal an uns Weltliche denken, worauf kommt es bei einer Predigt an? Ja, der Zuhörer muss angesprochen sein. Er darf nicht sagen, das geht über meinen Kopf hinweg und dann schläft er nämlich bald ein. Also er muss direkt gefasst gepackt werden. Und muss Sie sprechen sagen, ja manchmal auch das Wort zum Sonntag. Richtig. Kommt da manchmal Kritik und sagen von Kollegen, du hättest das doch lieber so sagen sollen? Da nicht, aber manche Zuschauer meinen, ich sehe etwas zu weltlich aus, ich müsste was frömmer aussehen. Das ist also zu weltlich. Ja, genau. Wie sieht man fromm aus? Ja, wahrscheinlich noch einen größeren Bart oder so, ich kann es mir gar nicht denken. Sie sind in einem Orden? Ja, einem Seelsorgerorden, ja. Was will dieser Orden? Der Orden verkündigt hauptsächlich die frohe Botschaft und bemüht sich um die Einzelnen auch, wenn die Fragen haben, in Beichtgespräch, Seelsorgsgespräch. Ein Seelsorgerorden. Und Weihnachtsfest, wie verleben Sie es? Ja, weitgehend im Übertragungswagen, im Ü-Wagen einer Rundfunkgesellschaft des Deutschlandfunks. Ich bin nämlich auch Vertreter der katholischen Kirche im Deutschlandfunk und der Deutschen Welle. Und Weihnachten übertragen wir den Mitternachtsgottesdienst mit dem Deutschlandfunk aus dem Kölner Dom. Da sind Sie dann dabei. Ja, und am zweiten Feiertag ebenfalls in Köln in St. Andreas. Also dann sind Sie regelrecht beruflich unterwegs. Richtig. Sie können sich das Lied überlegen, jetzt kommt erst unser Dr. Frickel. Ja, mal sehen, ob es geht. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kindlein zu schauen. Ja, das können Sie, können das. Schön. Jetzt unser Vater. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Sie haben auch von Gesangstechnik. Sie bekommen von uns schon ein kleines vorweihnachtliches Geschenk, was Journalisten anrichten. Und nun fangen wir an. Frage 1. Die Adventszeit ist ja eine Zeit, in der man mehr Muße hat, schon durch die kalte Witterung und so. Was machen Sie jetzt an solchen Abenden? 20 Sekunden. Wollen Sie beginnen? Ja. Dalli. Lesen. Bücher lesen. Schallplatten hören. Zeitschriften lesen. Überlegen. Meditieren. Beten. Nachdenken. Mich vorbereiten auf eine Predigt. Mit anderen zusammen meditieren. Geschenke packen. Sich auf Weihnachten vorbereiten. Briefe schreiben. An Verwandte denken. Sie denken an Verwandte, das ist schön, sollten Sie anrufen, da haben Sie kein Telefon. Doch, okay. Wie viel haben wir denn? Also, es wurde gesagt, nachdenken und überlegen, das ist etwa das Gleiche, müssen wir eins abziehen. Ja. Und es wurde zu viel gelesen. Ja, zwei ziehen wir ab, bleiben 14. Jetzt wird es also nicht so weihnachtlich, wir wollen mal von Ihnen wissen, sagen Sie uns mal alle Dinge, die Ihrer Meinung nach zur Küche gehören. 15 Sekunden, ja. Dalli. Löffel. Messer. Gabel. Topf. Bratpfanne. Sieb. Sieb. Geschirr. Teller. Messer. Tasse.
Gewürze. Also allzu oft scheinen Sie mir nicht in die Küche reinzugucken. Wollen wir mal sehen? Aber oft essen. Also müssen abziehen. Das Sieb, das Geschirr und das Messer. Drei weniger. Drei weniger. Bleiben neun. Neun mal 14 sind 126. Nun alles mal 126. Sie wissen ja, unsere Bundespost meint, man soll die Pakete zu Weihnachten früh aufgeben. Wir wollen früh ausliefern. Und der Weihnachtsmann hat da also sehr viele Pakete. Ja. Und zwar steht das bei uns, wir haben kleine Häuschen, man muss die Pakete oben hineinwerfen, muss genau darauf achten, hier gehört natürlich ein rundes Paket rein, das muss blau sein. Sie können auch hier gucken, die Farben sind wichtig. Zwei Pakete in einen Schornstein, hier haben wir also braun, wenn Sie schauen, hier ist es grün, da ist es lila, beige und so geht das bei uns vorbei. So, und hineinwerfen, da geht auch ein Licht an. Jeweils zwei Pakete sind möglich und wenn was Falsches drin ist, ziehen wir natürlich ab. Jetzt fehlt mir nur der Weihnachtsmann mit seinen... Da ist er ja, der Weihnachtsmann kommt mit seinen Paketen. Sehr schön. Ach, lieber Weihnachtsmann, ich freue mich, dass du da bist. Aber das ist erst ein Schlitten, du hast mir zwei Schlitten versprochen. Du kommst ein zweites Mal, vielen Dank, dann sprechen wir noch mal ganz kurz. Also hier sind die Pakete, die sollen sie hineintun. Und nun, 60 Sekunden Zeit, Dalli, Dalli. Ich komme gleich hier zur Wertung. Hier sind also zwei, Sie können es genau sehen. Zwei Punkte, eins sind drei, fünf. Hier haben wir zwei sind sieben. Hier ist gar nichts, hier sind zwei sind neun, elf, 13, 15. Und jetzt Simsalabim, mal sehen, ob Sie die Klippe umschifft haben. 15, 17 Punkte, Spitze, 18. Schön, 18 mal 126. 2268. Ich sage immer, was über 1500 ist, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Nun kommt es drauf an. Kommen Sie ins Finale oder spielen Sie um den dritten Platz? Wir begrüßen jetzt die zwei Teilnehmer für die Mannschaft Kamera. Das sind zwei junge Moderatoren. Der eine hat in Österreich jeden Monat eine Sendung, die am Sonntag ausgestrahlt wird. Schlagersendung Die großen 10 und sein Pendant im deutschen Fernsehen kommt alle vier Wochen mit seiner Sendung und zwar am Mittwoch die ZDF-Hitparade. Und nun bei uns auf Schlagerplatz sozusagen 4, jetzt im Augenblick, wie Sie hereinkommen, begrüßen wir Udo Huber und Viktor Worms. Udo, wenn Sie uns mal erzählen, wie lange machen Sie schon die Schlagersendung in Österreich? Ja, so ungefähr seit 1980 und seit 83 auch im Fernsehen. Also ich mache es beides, im Rundfunk und auch im Fernsehen. Ja. Und in Österreich ist das ja über das gesamte Land. Richtig, ja. Ö3. Ö3, nicht? Läuft überall. Und wie sind Sie dazu gekommen? Wollten Sie immer schon zum Rundfunk gehen? Ich habe einmal studiert und dachte ich mir eigentlich nach einem Semester, das sollte eigentlich genügen, ging dorthin und fragte, gibt es irgendetwas zu tun für mich? Es gab etwas zu tun für mich. Und dann hat es einfach geklappt. Wie ist das bei der Schlagerindustrie, also bei der Plattenindustrie? Kommen die mal an und sagen, hören Sie mal zu, machen Sie doch den Schlager lieber oder so? Die kommen immer, das hätten sie gerne, aber wir spielen doch, was wir wollen. Ja. Das Publikum ist bei Ihrer Hitparade, wenn Sie das mal erzählen, die großen 10 beteiligt. Ja, bei uns haben die Leute etwas mitzureden. Das heißt, die Wertung entsteht so, 50% bestimmen die Hörer und 50% der Verkauf.
Ach, da, also, teils, teils. Ist eine Ära und Industrie. Welche drei Schlager stehen denn jetzt bei Ihnen an erster Stelle? Das Trio aus Norwegen, dann die Nummer zwei österreichische Hand, Joy, eine Gruppe aus der Steiermark, und Nummer drei auch eine Gruppe aus der Steiermark, nämlich die erste Allgemeine Verunsicherung. Ja, Sie haben beides drin, also ausländische Schlager und deutsche. Bei uns ist es ja ist die internationale Hitparade, das sind die, egal woher sie kommen, die 10 beliebtesten Songs. Mein Weihnachtsfest, ich werde am Nachmittag zu Freunden gehen, die haben Baby, 4 Jahre altes Kind, werden wir dort Bescherung machen. Wir haben auch so ein ganz kleines, ein Jahr altes Kind, das wir zum ersten Mal da ein bisschen Lichter sehen, bewusst sehen und wird halt da und ja, wird sich freuen. Ja, Weihnachtslied will ich auch noch hören, da komme ich gleich noch auf Sie zu, was Sie besonders gern sehen. Victor Wurst. Victor, Sie haben jetzt, wenn ich mich täusche, bald Jubiläum, denn ein Jahr ist vorüber, nicht? Ja, nächsten Mittwoch machen wir die 12. und dann ist das erste Jahr rum. Und? Zufrieden? Innerlich? Ja, wir sind ganz zufrieden. Die Zuschauer scheinen zufrieden zu sein und das ist ja letztendlich... Sie kamen von Radio Luxemburg und wie wir sagen, Sie gehören zu Elsner. Ich arbeite hauptsächlich für den Frank, so muss das heißen, ja. Ja, also Sie sind bei Frank und nur 3 oder 4 Tage... Ja, ich mache halt die Hitparade, mit Proben sind das 3, 4 Tage, dann noch ein paar Tage Vorbereitung. Und hauptsächlich arbeite ich journalistisch, also redaktionell in der Frank-Elsner-Produktion in Luxemburg. Ja, nur wenn man so viele Schlagersänger vorstellt, hat man da nicht mal Lust, selbst so einen Schlager zu kreieren? Nee. Überhaupt nicht. Also wenn Sie mich singen hören würden, dann würden Sie die Frage wahrscheinlich nicht stellen. Und es ist auch so, dass wenn mich jetzt jemand überreden sollte, ja, es zu tun, nehmen wir an, es würde jemand schaffen, ja, ich könnte es mir überhaupt nicht mehr erlauben. Ich habe so viele Wetten laufen, wo ich gesagt habe, ihr werdet mich nie singen erleben. Also können Sie es öffentlich, das kann ich mir gar nicht erlauben. Und der Victor spielt sehr gut Tennis, wurde mir von Freunden erzählt. Jetzt ist ja nächste Woche hier in München Davis Cup. Ja, der Boris spielt etwas besser noch. Ja? Naja. Aber er ist ja auch noch jünger. Ja, er kann... Und Deutschland-Schweden, wer wird denn Ihrer Meinung nach gewinnen? Naja, das ist schwer zu sagen. Es heißt ja immer, dass der schlechteste Spieler, der schwächste Spieler sowas entscheidet. Ja, die Mannschaft, die den Schwächsten hat. So, das ist sehr logisch, ja. Wir werden es wirklich alle erleben. Ihr Weihnachtslied komme ich noch jetzt erstmal zu Ihnen. Tja, das wäre Stille Nacht, heilige Nacht und so weiter. Und so weiter. Ja, genau. Ja, jetzt muss er. Aber wie gesagt, zu den Freunden, die Wette ist damit nicht verloren, das ist ja keine Schande. Nee, sie zahlen die dann. Ja gut, also fangen wir mal an. Viel profaner als Stille Nacht. I'm dreaming of a white Christmas. Da. Das war's. Ja gut, dann geht's ab. Rüber. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man mehr Muße hat, auch durch die kalte Witterung. Was machen Sie jetzt an solchen Abenden? 20 Sekunden, Dalli. Ich lese ein Buch. Singen lernen. Ich lese eine Zeitschrift. Fernsehen gucken. Ich lese ein Drehbuch. Radio hören. Ich schreibe ein Drehbuch. Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich backe Lebkuchen. Klamotten kaufen. Ich backe Kuchen. Hemd kaufen. Ich backe Strudel. Schuhe kaufen. Ich gehe in die Sauna. Hose kaufen. Ich spiele mit dem Kind. Socken kaufen. Ich spiele mit der Frau. Ich spiele mit meinen Eltern. Ich spiele Tennis. Ich spiele Handball. Ich gehe laufen. Na, danke schön. Ich spiele mit der Frau. Das ist nett. Ach, wird die sich freuen. So. Na? 2 ziehen wir ab. Sachen und Klamotten, weil auch noch Hemden und so weiter. Er hat auch sehr viel gekauft. Er hat auch sowieso zu viel. 2 ab, bleiben 20. 20? Puh. Alles jetzt mal 20. Nennen Sie mal alle Dinge, die Ihrer Meinung nach zur Küche gehören. 15 Sekunden. Dalli. Anis. Fliesen. Salz. Kühlschrank. Pfeffer. Gasherd. Thymian. Spüle. Oregano. Gewürze. Muskat. Ziegel. Gabel. Kochlöffel. Messer. Kleiner Löffel. Genügt. Immerhin. Nur die Gewürze weg. Was? 1 genau. Bleiben 15. 15 mal 20 sind 300. Sie haben bis jetzt 300 Punkte. Meine Herren, das wird schwierig. Ja. Wir lächeln. Ja. Sie haben dafür die besseren Verbindungen nach oben. Nicht so. Also, jetzt kommen Sie bitte mit mir mit. Sie sollen Pakete ausliefern, die uns der Weihnachtsmann liefern wird. Unsere Pakete, da gibt es einen kleinen Dreh. Die runden Pakete jeweils in die runden Öffnungen, immer in die Dächer hinein und dann auf die Farbe achten. Wenn die Farbe nicht stimmt, also nicht einfach reinwerfen. Hier, das müsste also, wenn Sie schauen, blau sein. Das ist braun, grün, ocker, lila haben wir hier. 2 gehen jeweils in einen Schornstein. Das ist verstanden. Beide können zusammen rennen und immer nur ein Paket nehmen. Und jetzt erwarte ich nochmal den Weihnachtsmann. Ach, da ist er ja, der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, du bist denn noch mal da. Der Rosenthal, ja, achtig, was? Ja.
Sag mal, Weihnachtsmann, wie sieht es denn aus? Sind denn für die Kinder die Pakete schon gepackt? Zum Teil fertig, aber wir sind voll im Stress. Darum muss ich euch wieder sehr, sehr schnell. Dass der Weihnachtsmann im Stress ist, das kann ich gar nicht zulassen. Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann. Dann pack mal, die Kinder warten schon alle, ja? So, also, es geht los. Dalli, Dalli. Fertig. Schauen Sie, Sie bekommen noch einen Zusatzpunkt, weil Sie vor der Sekunde fertig sind. Wieso kriegen Sie einen abgezogen? Falscher drin. Da ist ein Falscher drin? Ich bin im Kriminalkommissar. Ja, da ist ein Falscher drin. Können wir ja den eine Sekunde vorher gar nicht geben. Spitze gibt es auf jeden Fall. Ha? Schlagermoderatoren sollten auch Sport treiben, was? So, Sie gehen rüber, aber es sieht dennoch für Sie sehr gut aus. Ich muss mal aufpassen. Hier haben wir also zwei, die stimmen. Zwei sind vier, sechs sind acht. Hier ist eine falsche Farbe drin. Neun. Hier ist gar nichts drin. Neun. Elf. 13. 2, 15. 2, 17. 19 haben wir. 19 können wir geben. Spitze. 20. 20 mal 300. 6000 Punkte. Damit im Finale. Ich habe beim Viktor Worm soeben gemerkt, er ist Tennisspieler. Als er hörte, 6000 Punkte macht er, so typisch, wenn die Tennisspieler es machen. Also damit darf ich sagen, Sie spielen nachher um den dritten Platz. Sieger, unsere Kamera, Sie sind im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Im Märchen heißt es, war einmal, das Märchen bringt uns Klarheit. Auch wenn es ganz unglaublich klingt, denn im Märchen steckt die Wahrheit. Ja, es verzaubert uns und ist für klein und groß. Da gibt es gute Kinder und auch sauber skrupellos. Ja, Prinzen, frische Mädchen gibt's und viele Edelleute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da geht es um den Wolf und um vergrabenes Geld. Der Dalli-Fragebogen führt uns in die Märchen. Mit unserem Themalied für Märchen. Und zu diesem Spiel haben wir eine junge Frau eingeladen. Sie wohnt in Bad Windsheim. Ich bitte nun zu mir vor unsere Kameras Frau Christine Schmidt. Wollen Sie sich gleich setzen? Ja. Ja, setzen Sie sich mal hin. Da können Sie sich besser ausruhen. Und wir wollen den anderen noch erzählen, dass der Papa beim Baby ist. Ja, die schläft gerade. Sie schläft gerade, aber er geht nicht weg. Wie alt ist die Kleine? 10 Monate. 10 Monate. Und wann kommt das nächste Baby? Im Februar. Im Februar. Aber alles gut. Ja. Ne? Ja. Und Märchen, gern, lesen Sie viel? Haben Sie vor unserer Sendung gelesen? Vor der Sendung nicht mehr, aber ich höre viel. Sehr viel. Wo liegt denn dieses Bad Windsheim? Oh, das ist zwischen Nürnberg und Würzburg. In der Nähe von Neustadt-Aisch. Neustadt-Aisch, ja, das kenne ich besonders gut. Aber da habe ich wieder was Neues kennengelernt. Ja. Sie kennen unsere Spielregeln. Es beginnt mit einem Pfennig, dann geht das hoch 2 Pfennig, 4 Pfennig, 8 Pfennig. Ja. Bestraft werden Sie, wenn überhaupt notwendig, durch Zeit, indem ich also nicht die nächste Frage stelle. Mhm. Und es geht bis zu 2500 Mark. Ja. Und das könnte man ja gebrauchen, nicht? Ja. Achtung, wir fangen an. Frage 1.
Wie hieß das Mädchen, das sich von seinem Vater als Geschenk das erste Reis, das ihm auf dem Heimweg an den Hut stößt, wünscht? Aschenputtel. Richtig. Wer schrieb das Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern? Hauf. Nein. Bechstein. Andersen. Richtig. Welchen Vornamen trugen die Brüder Grimm? Jakob und Wilhelm. Was ließ das Schwesterchen im letzten Becher der sieben Raben zurück? In Regen. Wie hieß der Schusterjunge, der durch eine Wunderlampe zu Reichtum gelangte? Aladdin. Womit versuchte die böse Königin Schneewittchen beim zweiten Mal zu töten? Hakam. Ja. Wer steckte die Worte sieben auf einen Streich auf seinen Gürtel? Der Schneider. Der Frau Schneiderlein. In welchem Land spielte Hans Christian Andersens Märchen von der Nachtigall? In China. In China. Wie oft lief der Hase mit dem Igel um die Wette? Dreimal. 74 Mal. In welches Tier wurde im Märchen von Brüderchen und Schwesterchen das Brüderchen verwandelt? Reh. Wo hatte sich beim Wolf und die sieben Geißlein das Jüngste versteckt? Urkosten. Welchen Dichter verdanken wir das Märchen von der Goldmarie und Pechmarie? Grimm. Nein. Bechstein. Ja. Was sollte Rotkäppchen seiner kranken Großmutter bringen? Kuchen und Wein. Wie heißt das Märchen, in dem eine unzufriedene Frau zuletzt werden will wie der liebe Gott? Fisch und seine Frau. Wofür tauschte Hans zum Glück die ihm verbliebene Gans ein? Ein Stein. Ja. Wie kam der standhafte Zinnsoldat wieder von seiner Reise zu dem kleinen Jungen zurück? In einem Boot. Nein, in einem Fisch. Wie heißt das Märchen, in dem Esel, Hund, Katze und Hahn ihren Herrn davon bringen? Bremerstadt Musikern. Woraus sollte die Müllers Tochter ein Rumpelstilzchen Gold spinnen? Stroh. Welche Märchengestalt war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut? Schneewittchen. Tausend eine Nacht, wie ist der Name des weisen Kalifen, der sich unter Verkleidung zum Volk begab? Harun al-Raschid. Mark, auch ganz schön, nicht? Ja, also auch bei Ihnen habe ich es gehabt. Bei manchen ist das Lampenfieber dann so stark, nicht? Nur ruhig bleiben, Sie bekommen den silbernen Rosenthal, 320 Mark. Ich hoffe, dass wir uns nachher noch sehen. Gucken Sie aber erstmal nach dem Baby, ja? Vielen, vielen Dank. Gut. Liebe Fernsehfreunde, wir haben beim letzten Mal gesagt, Eishockey wollen wir im Januar als Fragebogen Aufgaben stellen. Wir werden nun auslosen, wer eingeladen wird. Von Christian erfahren wir das neue Thema. Es beginnt Medi Riel. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es schon gehört. Bei uns wird es jetzt sportlich. Es geht um Eishockey, ein Gebiet, von dem ich persönlich überhaupt nichts verstehe. Aber unsere Zuschauer umso mehr. Das beweisen die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Und ich bin sehr gespannt, wer der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin ist, die das nächste Mal zu diesem Thema hier bei uns ist. Franz Hochberger ist der Glückliche. In der Rudolf-Diesel-Straße Nummer 14 in 8901 Stadtbergen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind das nächste Mal hier bei uns in München. Und von Christian Neureuther erfahren Sie das Thema für die übernächste Sendung. Ja, liebe Zuschauer, im März wird einer der ganz großen deutschen Schauspieler 84 Jahre. Und ich glaube, kaum ein anderer hat in seinen Rollen so die Herzen der Zuschauer erobert wie gerade er. Es wird also höchste Zeit, dass er auch hier beim DALI-Fragebogen die Hauptrolle spielt. Es ist, Sie wissen es schon, Heinz Rühmann. Wer also über Heinz Rühmann Bescheid weiß und mitmachen will, der soll uns schreiben, entweder an das ZDF, Kennwort Dali Dali, 8000 München 100, oder an den ORF, Kennwort Dali Dali, 1136 Wien, und Einsendeschluss ist der 2. Januar. Ja, und lieber Heinz Rühmann, sollten Sie heute bei uns zuschauen. Wir sagen, ach, das ist doch wozu meine Person. Aber Sie haben so vielen Menschen Freude geschenkt und Sie haben so viel zu erzählen und so viel Theater gespielt. Ich glaube, es wird ein sehr interessanter Fragebogen. Wir haben zu dieser Sendung einen Künstler eingeladen, der Ihnen vor 14 Tagen seine Spezialitäten servierte und der jetzt eine sehr schöne Weihnachtsplatte herausbrachte mit wunderschönen Melodien. Ich freue mich, ihn heute als Gast bei uns zu wissen. Also jetzt weihnachtliche Stimmung zum dritten Advent mit Peter Alexander.
Peter Alexander. Peter, erstmal vielen Dank. Ja, ich danke. Das ist eine wunderschöne Platte mit schönen Melodien. Danke. Wir haben uns die ausgesucht. Wie sieht das Weihnachtsfest bei Ihnen aus, Peter? Wie immer, im Kreis der Familie. Ganz klein, besinnlich. Und kein Auftritt, nichts? Nein, das ist jetzt der letzte in diesem Jahr. Und dann jetzt ist Ruhe, auch Neujahr nichts weiter? Nein, Neujahr, da geht's wieder los. Da geht's richtig los. Ja, Peter, wir alle wünschen ein schönes Weihnachtsfest, ja, und dass wir Sie das mal öfter Hans. Noch auf dem Fernsehschirm sehen können. Wahnsinnig gern, meine Damen und Herren, auch Ihnen alles Gute, schöne Weihnachten. Bleiben Sie Danke. Dabei. Bei uns geht es nun um den dritten Platz. Tanze gegen Konzert. Sie müssen zweimal je einen Begriff erraten. Und Sie wissen ja, es gibt bei uns drei Grundbereiche. Wir haben den Bereich Lebewesen, wir haben Pflanzenreich und Mineralreich. Sie müssen sich also beeilen, wobei ich sagen möchte, es gilt hierbei nicht das Ping-Pong-System, sondern wer was sagen will, kann etwas sagen. Die Uhr läuft von der 60. Sekunde an rückwärts. Je schneller Sie sind, desto mehr Sekunden haben Sie als Punkte, auch später für den Multiplikator. Und bei uns ist unser Kollege, der wirklich zum DALI-Team gehört, Oskar. Sie gefordert. Also konzentrieren und hier kommt jetzt das Kommando. 60 Sekunden rückwärts. DALI, DALI. Lebewesen? Ja. Mensch? Ja. Einzelner Mensch? Ja. Lebt noch? Ja. In Europa? Nein. Amerika? Ja. Frexiter? Nein. Politiker? Ja. Regen? Jawohl! Zwölf Sekunden nur. Also bleibt der Multiplikator von 48. Jetzt also die Mannschaft Konzert. Wir erwarten wieder Edda Moser und Kurt Moll. Die anderen waren sehr gut beim ersten Begriff. Aber ist egal, wir raten ja durch. Das kann ja bei der zweiten Runde ganz anders dann kommen. Und auch diesmal noch. DALI, DALI. Was sollen wir denn machen? Raten müssen Sie. Also stopp, halt nochmal an. Sie haben uns jetzt aufgegeben. Ja, ich dachte schon, dass Sie wussten. Sie müssen etwas raten, einen Begriff. Ich dachte, Sie kennen unsere Sendung. Wir haben drei Grundbereiche, Bereich Lebewesen und so. Alles klar? Ja. Ich dachte, ich hätte das erklärt. Bereich Lebewesen, Pflanzenreich, Mineralreich. Uhr zurück, ist noch nichts verloren. Achtung. DALI, kommen Sie ein kleines bisschen näher. DALI, DALI. Pflanzenreich? Nein. Mensch? Mensch. Ja. Mann? Mann. Lebt? Lebt. Europa? Nein. Asien? Nein. Amerika? Amerika. Nordamerika? Ja. New York? Nein. Chicago? Nein. Westlich? Nein. Im Osten? Im Osten von Amerika. San Francisco? Nein, das ist... Nee, ach, ist ja, ja. Nein. Osten? Nein. Amerika, nicht New York. Nicht New York. Philadelphia. Washington. Washington. Regen. Jawohl, da war's, Regen. 28 Sekunden vergangen, Ihnen bleiben also 32 Sekunden. Jetzt, ja, das machen wir zweimal. Kann ja sein, dass Sie noch aufholen. Jetzt bei Ihnen alles mal 32 und bei Ihnen nachher mal 48. Aber nun wird es umgekehrt. Sie raten zuerst, Sie gehen jetzt hinaus, werden eingeschlossen und wir sehen wieder Oskar.
Oskar. Zweite Hälfte, Halbzeit hatten wir. Jetzt, Achtung, konzentrieren. Dalli, nochmal, erkläre ich jetzt aber nicht die Spielregeln. Dalli. Lebewesen. Nein. Pflanzenreich. Nein. Mineral. Bauwerk. Mehr als ein Bauwerk. Eine Stadt. Teil einer Stadt. Eine Straße. Europa. In Europa. Deutschland. Ja. Berlin. Ja. Kudamm. Jawohl! Ja! Sie sind sehr schnell auf Straße gekommen. Das war Ihr Glück. Und dadurch und gleich Berlin. Ganz toll. Was lachen Sie so? Sie freuen sich so. Was will man mehr? Ich freue mich, wenn Menschen sich freuen können. 32 mal 47. 1504. 1504. Und jetzt wird's spannend. Wir erwarten nun mit Musik wieder unsere Mannschaft. Kanzel! Die anderen waren beim zweiten Mal sehr gut. Oh. Achtung! Jetzt wird's sehr spannend. Dalli? Dalli. Gebäude? Ja. Mehr als ein Gebäude. Stadt? Teil einer Stadt. Europa? Ja. Italien? Nein. Mitteleuropa? Ja. Deutschland? Ja, Deutschland. Berlin? Ja, in Berlin. Gedächtniskirche? Nein, mehr. Kudamm? Jawohl, da war's! Ich muss erstmal allen erklären, die vielleicht noch nie in Berlin waren. An der Gedächtniskirche beginnt der Kurfürstendamm und dann zieht er sich rauf, nach der anderen Seite des Tauentzien. Und deswegen sagte ich da Kudamm. 40 mal 48 sind 1920. Sie haben es geschafft, aber beide. Applaus für beide Mannschaften. Für Sie, bitte sehr, silberne Rosenthaler. Für Sie, silberne Rosenthaler. Ich möchte mich bedanken. Es hat, glaube ich, allen viel Freude gemacht, dass Sie heute dabei waren. So, wir kommen zum Finale. Kamera gegen Kulisse. Und Sie können zu Hause jetzt schon wieder tippen, wer wird wohl im Finale dann ganz, ganz vorn liegen. Zunächst beginnen wir diesmal, weil die anderen ja bei der Einleitung heute begonnen haben, mit der Kamera Udo Huber und Viktor Worms. Was gehört für Sie beide alles zum Weihnachtsfest? 15 Sekunden Zeit, Sie fangen an. Dalli. Weihnachtsbaum. Tannennadel. Weihnachtskekse. Harz. Weihnachtskuchen. Tannenzapfen. Weihnachtsgeschenke. Bonbons. Kinder. Anisplätzchen. Kerzen. Große Augen. Christbaumkugeln. Rote Backen. Weihnachtslieder. Schnee. Gesang. Stopp, das waren 16. Und die Jury berät. Den Weihnachtsbaum müssen wir als Überbegriff abziehen, da bleiben 15. 15 bleiben. Ich glaube, mit 15, immer über 10 ist sehr gut. Alles mal 15 und unsere beiden Kandidaten sollen jetzt Nüsse, das heißt also gebrannte Mandeln einpacken und abwiegen. Kommen Sie bitte. Tüten, alles müssen Sie selbst herstellen. Hier haben wir also Tüten, das muss der eine nehmen, der muss die Tüte so, ich zeige Ihnen das mal, so rauflegen, das klebt dann auch sofort, schön sauber, gucken Sie sich das an, Tüte ist dann klar. Kann sie hinlegen. Der andere nimmt hier die gebrannten Mandeln und es müssen 75 Gramm drin sein. Oder 7,5 Deka. Kann natürlich mehr sein, aber weniger nicht. Wir machen so, also nehmen wir mal an, Sie machen das so rein, dann haben Sie das hier drin. Ich zeige Ihnen das nur mal, wie viel. Sehen Sie, das wären genug. Den stellen wir schon dahin. Den stellen wir, der kommt hier rein, das hat er schon gesehen, aber den nicht, den mache ich wieder leer, ja? Wer macht die Tüten? Und so ist es jetzt. Wenn Sie mit den Tüten vorliegen sollten, können Sie nachher, wir haben noch eine zweite Schaufel, noch helfen. Oder wenn er nicht nachkommt mit den Tüten, können Sie auch noch Tüten zusammenkleben. Alles verstanden. Tüten. Achtung. Dalli. We'll be right back.
warten Sie ruhig ein bisschen. Nehmen Sie ruhig rein, das schadet nichts. Aber Sie hätten wiegen können, wir machen jetzt Kontrollen. Liebe Gäste, für Sie, das wird wahrscheinlich wichtig sein, wir machen die nachher richtig zu, präparieren Sie. Und wenn Sie nachher nach Hause gehen, wer Appetit hat, kann solche Tüte mit nach Hause nehmen. Da freut sich schon ein Kleiner, ich sehe schon. Also die Jüngeren, soweit sie da sind, haben natürlich Vorzug. Brigitte, welche Tüten soll ich zum Überprüfen nehmen? Die dritte von vorne und die vorletzte. Die ist gut. Die dritte, Moment, ich tue es hier rein, eine Sekunde. Die dritte. Einwandfrei, liegt leer. Und jetzt kommt die vorletzte. Auch in Ordnung. Also, Sie dürfen sich setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ihre Spitze, liebe Gäste, die Sie gegeben haben. 15, 15 mal 15. Na, das ist leicht. 225 Punkte. Und gleich herein mit unserer Mannschaft Kulisse. Sekunden wollen wir Ihnen geben. Was gehört für Sie alles zum Weihnachtsfest? Sie beginnen. Dalli. Tannenbaum. Kerzen. Rote Kugeln. Kerzenhalter. Grüne Kugeln. Lametta. Schnee zum Sprühen da. Fuß für den Weihnachtsbaum. Blumen. Weihnachtsgans. Weihnachtsstern. Weihnachtsäpfel. Ja, das waren 12. Alle. Alle 12 werden gegeben, jetzt alles mal 12. Sie sollen gebrannte Mandeln eintüten. Haben Sie das schon mal gemacht? Nee, aber... Werden wir mal sehen. Kommen Sie mal rein. Man merkt bei seinem Nähe, sind Sie Berliner? Ecke, na klar, na, dann ist ja alles gut. Also, dann machen wir das hier so, wa? Also, ich darf... Das ist die Tüte. Ja. Einer muss hier so rüberkleben, das klebt dann. Schön sauber machen. Die neuen Hemden, wa? So. Ja. Ja, die neuen Hemden, das ist schön. Und dann, also wir haben zwei Schaufeln. 1,75 Gramm. 75 Gramm. Sie können, wenn Sie wollen, zwischendurch mal wiegen. Ach so. Und, nee, das hält auf. Das hält auf. Naja, wir werden nachher kontrollieren. Das hält auf. So, ja. Moment. Ach so. Sie machen. Nee, nicht vorher nehmen. So. Sie müssen also die Tüten machen. Ja. Sie wollen einen. Ja, füllen. Okay. Ja. Ist er mit, kommt er nicht nach mit dem Tüten machen, was ja sein könnte, dann dürfen Klebe Sie. Mit. Kleben mit oder Tüten. Umgekehrt. Oder genug Tüten, wenn wir genug Tüten haben, ja. Also naja, ich werde mal die beiden doch Reserve halten. Sicher ist sicher. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie so schnell sind. Und wenn nicht, können Sie auch... Man kann nie wissen. Sie können auch nachhelfen, ja? Ja, ist gut. Alles klar? Ja, ja. Noch nie Janne, warte doch! Was geht's los? Ja, wenn ich sage Dalli, geht's ja, los. Ja, ja. Die Leute sagen mal, ich bin zu schnell. Jetzt bin ich ein bisschen ruhig, werden Sie nervös. Achtung! Dalli! Zusammen, Dalli Klink spielen. Sie können auch sich, wenn Sie wollen. Ja, danke. Ja, gut. Ja, können Sie mitnehmen. Aber die Tüte war schon fertig? Nein, die war nicht fertig. Na, dann nehmen Sie mit. Dann ist es ja Ihre. So. 1 und 7, bitte. 1 und 7. 1, jetzt wird nachgewogen. Stimmt, in Ordnung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, auch gut. Bitte sehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wie die anderen. Und Spitze 15. 12 mal 15. 180. 800, 180.
Ja, haben wir schon mitgerechnet, die Spitze. Herr Kommissar, wir denken doch. Also ich verspreche. Jetzt wollen wir Dalli Klick spielen. Und heute, anlässlich des Weihnachtsfestes, kurz vorher, haben wir ja unsere Jugendlichen aufgefordert, sie sollten sich Bilder ausdenken, Bilder malen. Ich sagte eingangs schon, wir haben sehr, sehr viel bekommen und sie waren alle schön. Ich möchte allen sagen, die jetzt zu Hause sind, wir konnten ja noch 5 einladen, dass auch eure Bilder wirklich schön waren. Aber wenn so viel 1000 kommen, können wir natürlich nur praktisch ziehen und sagen, das sind die allerbesten. Und von diesen 200, 300 ziehen wir dann 5. Es waren in diesem Fall 6, aber 5 sind hier. Das sage ich noch. Es geht los. Ja, gib mir mal meinen Drücker. Das ist schön, dass ich den habe. Sie müssen sich jetzt konzentrieren. Und du sagst, wer du bist. Ich bin die Michaela Weißkircher zur KIP 10b aus Stennweiler im Saarland. Ja, und du glaubst, dass sie schnell drauf kommen oder nicht so schnell? Ja, sonst wäre mein Bild ja nicht gut. Na, das ist nicht gesagt. Achtung, Dalli. Genau, konzentrieren. Klick. Stopp. Oder? Weihnachtsglocken. Weihnachtsglocken. Ein Punkt für die Mannschaft Kulisse. Für dieses Bild sind sie disqualifiziert. Dalli, klick. Da können wir nur lachen, nicht? Stopp. Sabine? Ja, das ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, nein, ein Punkt für die... Jetzt. Ein Hampelmann. Ein Hampelmann, glauben Sie. Können wir das eventuell anrechnen? Ja. Würdest du sagen, es ist ein Hampelmann? Wir schauen. Ja. 4 Punkte wären es. Ja. Jawohl, erkennt's an, oder? Klauen Hampelmann. Schön, danke dir, Michaela. Wen haben wir jetzt hier, wenn du dich vorstellst? Ich bin die Corinna Schweder aus Berlin, aus Reinickendorf. Reinickendorf. Und gehst du gern zur Schule? Naja. Naja, kannst du es ja ehrlich sagen, nicht? Wie ist denn dein Tipp? Brauchen Sie viel oder raten Sie schnell dein Bild? Ja, so mittel. So mittel, gut. Achtung, Dalli, klick. Ja, Werner? Strobel Peter. Nein, das ist falsch. Auch für dieses Bild sind Sie nicht mehr dabei. Dalli. Ich darf aber weitermachen. Sie dürfen weitermachen. Dalli, klick. Ja? Ein Drachen. Sie glauben, ein Drachen. Was sagst du? Ja. Das stimmt und wir sehen uns an, was du gemacht hast. Jawohl, ein Drachen. Danke dir. Wir kommen zum dritten Bild, wenn du dich auch vorstellst. Ich heiße Isabella Spitzberger und komme von Gmunden in Oberösterreich. Gmunden, Oberösterreich. Und wir haben ja gesagt, alle Kinder, die dabei sind, hier bei uns, sie werden nun eingeladen. Nun dein Tipp? Ja, schon schnell. Geht schnell. Achtung, Dalli, klick. Werner? Ein holländischer Holzschuh. Was meinst du? Ja. Ja? 7 Punkte, jawohl, den hat sie gemalt. So, wir kommen zum vierten Bild und das ist noch nicht sie, da muss ich vorlesen. Dieses Bild wurde eingesandt von einem Schüler aus der DDR, er wohnt in Halle an der Saale. Wir haben auch von drüben viele Zeichnungen bekommen und ich dachte mir, einen müssen wir dazu nehmen von drüben, dass ihr merkt, ihr Kinder, ihr gehört zu uns, ihr seid dabei. Also Achtung, aufgepasst, Dalli, klick. Ja, Viktor? Das ist ein Schmetterling. Ein Schmetterling. 6 Punkte. Ja, ein Schmetterling. Die Kinder bekommen ja 100 Mark oder von Österreich 700 Schilling noch für die Sparbüchse. So, jetzt kann ich dich vorstellen. Wer bist du? Ich bin Insa Hollermann, wohne in Wallenhorst-Lechting. Ja, wo liegt denn dieses Wallenhorst? Welche Stadt liegt denn da in der Nähe? Osnabrück. Osnabrück, na dann weiß man doch gleich, wo das ist, nicht? So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ist deins schwer? Was meinst du? Ja. Ja, ist schwer. Also ach, aufgepasst. Dalli, klick. Viktor. Das ist ein Taucher. Sie glauben, ein Taucher? Mhm. Nicht ganz so schwer, was? Das weiß nicht. Wollen wir schauen? Ja, ein Taucher hat sie gemalt. Und so schön, der Taucher. Die Fische da ringsrum bei dem Taucher.
Ja, und jetzt kommst du noch an. Wir haben noch Zeit. Ich habe immer ein Ersatzbild noch bei, aber heute haben wir so viel Zeit, heute können wir dich, wenn du dich jetzt vorstellst. Ich bin die Susanne Matter, komme aus Artendrin, Schweiz. Ja, aus der Schweiz, das hört man gleich. Da sieht man da die Sendung auch. Ja. Ja, und hast auch so schön gemalt. Deins ist aber bestimmt nicht leicht. Jetzt gucken wir. Dalli, letzte Bild, Dalli, klick. Victor? Das ist ein Hahn. Ja. Das ist ein Hahn? Das ist ein Hahn? Was meint meine Schweizer Freundin? Ja. Ja, jetzt gucken wir mal. Ja, ein Hahn! Na, da kann man doch wirklich stolz sein. Also das war mal etwas ganz Besonderes. Ich möchte mich einzeln von euch verabschieden. Kommt doch mal her, alle sollen sehen. Dann können auch die. Hast du heute schulfrei bekommen? Ja. Du auch? Ja. Du auch? Ja. Alle schulfrei? Ist das schön? Sollten wir öfter machen, nicht? Ja. Freust du dich schon aufs Weihnachtsfest? Ja. Ja, nicht? Weißt du schon, was du bekommst? Nein. Nein. Du? Nein. Du auch? Freust dich? Ja. 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 Du bist die Kleinste. Und sie lacht so schön, nicht? Ja. Gut. Also ein Applaus und vielen, vielen Dank, dass ihr heute meine Mitarbeiterin wart. Dankeschön. So, wir wollen mal zusammenrechnen. Wir haben einmal 14 mal 180. Das sind 2520. 2520 Silbermedaille für die Mannschaft Kulisse. Oh. Bitteschön. Und 23 mal 225. 5175. Wow. Sieger, Goldmedaille. Udo Huber, Victor Worms, herzlichen Glückwunsch. Falls Sie sich beteiligen wollen bei unserem Dalli-Fragebogen, wie gesagt, es ist Tempo, es ist nicht so schwierig, aber man muss sich da genau konzentrieren. Dann also Heinz Rühmann auf die Karte schreibt und Sie haben zwei Möglichkeiten, uns Ihre Bewerbung sozusagen zuzuschicken. Entweder schreiben Sie an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli, 8000 München 100, oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Und der Einsendeschluss ist wegen der Feiertage diesmal auf Donnerstag, den 2. Januar, festgelegt worden. Und von Brigitte wollen wir nun hören, wie viel sind es denn heute geworden? Sehr viel. 24.551 Mark. 24.551 Mark. Liebe Freunde, und Dalli Dalli sagt Dankeschön einmal für die Aktion Dalli hilft. Wenn Sie unsere Bücher kaufen, beziehungsweise Schallplatten oder Kassetten. Und ganz besonders danke ich auch den Spendern. Wir bekommen doch immer so Spenden zugeschickt und man ruft da uns an, wohin ging es. Also vielen, vielen Dank. Wir können damit ja jetzt immer zwei Familien helfen. Und wie viele Schilling sind es? Viel. 171.857 Schilling. 171.857. Ja, eine schöne Summe. Auch die Österreicher werden was sagen. Alle acht Kandidaten, da bekomme ich immer Briefe und deshalb muss ich das einmal erzählen. Wir setzen uns am Nachmittag um drei zusammen und dann wird von einem Rechtsanwalt werden vorgetragen die und die und die Fälle. Mal sind es 6 Fälle, mal 8 Fälle, mal 10 Fälle. Und dann wird genau abgewogen, dann wird gesagt, ja, wir entscheiden uns für diesen Fall und für diesen Fall. Und jetzt wollen wir mal hören, für welchen Fall haben sich die Prominenten diesmal entschieden? Also ich trage das Mikrofon und er die Verantwortung für das Geld. Ja. Wir haben uns entschieden, den Spielgewinn des heutigen Abends den 6 minderjährigen Kindern der Familie Berger in Hamm zur Verfügung zu stellen. Die Mutter ist im Februar an Lungenkrebs gestorben. Sie hinterlässt 6 Kinder, 6 bis 15 Jahre. Die werden von der Großmutter betreut. Es gibt zwar einen Vater, aber vom Vater kommt nicht. Das ist kein Unterhalt. Die Spende soll hauptsächlich für eine Heizung und eine Dachisolierung für das kleine Häuschen verwendet werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön. Und Dalli hilft auch den 4 Kindern der Familie Menzel in Iserlohn. Die geschiedene Mutter ist im Oktober nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Der Vater ist ohne Einkommen und kann nicht bei der Familie sein. Die Kinder sind zwischen 11 und 17 Jahre alt, werden ebenfalls hier von der Großmutter betreut. Die Spende soll gewährleisten, dass die Kinder nicht in ein Heim müssen. Ich möchte Ihnen danken für die Spenden, fürs Kaufen des Buches und der Platte und auch unseren Kandidaten, die so fleißig mitgemacht haben, dass es so viel Geld wurde. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war die letzte Dalli-Dalli-Sendung in diesem Jahr und ich hoffe, dass wir Sie wieder gut unterhalten haben. Das nächste Mal treffen wir uns am 23. Januar.
sage ich auch für meine Freunde drüben. Das ist wie immer ein Donnerstag, gleiche Zeit, heute in 6 Wochen. Morgen ist der Freitag, der 13. Ich nehme an, sind Sie abergläubisch? Keiner, nicht? Na, wir sind es keinesfalls. Und Geburtstagskindern wünsche ich heute noch einen schönen Ausklang dieses Tages. Und ich möchte Ihnen zurufen, genießen Sie die Weihnachtszeit. Die Tage sind kürzer, kälter, umso mehr Wärme findet man dann in der Familie und im Freundeskreis. Und ganz besonders auch durch die Botschaft, die vor knapp 2000 Jahren um die Welt ging. Wir wünschen Ihnen ein schönes, ruhiges und friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr. Auf Wiedersehen 1986. Tschüss!